Fußball-Deutschland ist auf dem Boden der japanischen Tatsachen gelandet oder, wie Guido Buchwald sagen würde, auf dem harten Boden der Tatami-Matte. Hallo Guido. Hallo, guten Morgen. Ja. Also, das war doch schon eine Nummer, die so nicht zu erwarten war. Absolut. Wir haben ja auch gewarnt im Vorfeld, dass man die Ordnung beibehalten muss, dass man nicht zu hoch pressen darf. Die erste Halbzeit hat Deutschland wirklich hervorragend gespielt. Klasse, da war nur eine Frage der Zeit, ob man das zweite oder dritte Tor macht. Und dann aber nach der Halbzeit hat man schon ein bisschen gesehen, die Japaner sind mutiger geworden, haben dann auch mit tolle Einwechslungen das Spiel verändert, haben auch ein bisschen eine taktische Umstellung gemacht in der hinten anstatt von der Viererkette bis auf Dreierkette mehr ins Mittelfeld vorgerückt, die Räume mehr eng gemacht und da hatten wir unheimliche Probleme. Und was für mich enttäuschend war, nicht nur, dass wir die zwei Tore uns schlecht angestellt haben, einfach die Balance, die Zuordnung, auch der Einzelne hat einfach Fehlleistungen gemacht, sondern dass man auch die ganze Taktik, dass die Japaner weiter nach vorne gekommen ist, dass man da zu schlecht reagiert haben. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, eigentlich irgendwo verdient auch den Ausgleich bekommen und durch individuelle Fehler dann eigentlich auch den 1:2 bekommen, was vielleicht auch geschuldet davon ist, dass die Abwehr noch nie so zusammengespielt hat, aus meiner Sicht. Und da hat die Abstimmung Süle, Schlotterbeck einfach nicht gepasst. Der eine ist rausgerückt, hat danach zu spät den Zweikampf aufgenommen. Und Süle hat natürlich dann auch beim zweiten Tor ist nicht rausgerückt, hat einfach die Abseitsposition nicht gehalten. Und von daher haben die Japaner es natürlich dann auch gezeigt in der zweiten Halbzeit, wie gut sie Fußball spielen können und dass sie, wenn sie mutig sind, dann auch in die Box reingegangen sind, in den 16 Meter. Und gerade beim ersten Tor hat man gesehen, da waren so viele Besetzungen. Da war Kampf mit 5 Spielern waren die im 16 Meter und bei uns hat jeder sich auf den anderen verlassen. Und Guido, du steckst leider, schon tief drin, ja, ja, tief, ja, knietief drin Entschuldigung. in der Ja. Analyse. Übrigens, hier ist der Button, wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier tun. Und davon gehen wir jetzt mal aus, wenn ich die ganzen Kommentare hier richtig deute, dann lasst doch gerne ein Abo da. Und was ich auch an dieser Stelle gerne immer erwähne, wer ein Trikot haben möchte von den Mannschaften, die bei dieser WM dabei sind, geht ganz einfach bei uns Instagram, also wettbasis-de. Die Seite liken, den Post liken, an zwei Freunde taggen und das Ganze in der eigenen Story posten. Und das kann ich euch auch schon mal sagen, wir haben natürlich jetzt den Ausblick Spanien mit einem Experten aus Madrid, mit Miguel Gutierrez. Und wir haben auch eine deutsche Nationaltrainerin mit am Start. Hallo Julia. Hallo, guten Morgen, die Runde. Julia, sag uns doch bitte deine Erkenntnisse aus dem Spiel gestern. Ja, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass es total an 2018 erinnert, wo man eine sehr behäbige deutsche Mannschaft über große Teile gesehen hat. Ich glaube, das Spiel gestern hat schon gezeigt, dass in der Mannschaft richtig viel Qualität steckt, gerade in der ersten Halbzeit. Guido hat ja auch schon erwähnt, sie haben richtig guten Fußball auch gezeigt in der ersten Halbzeit, hatten viele gute Chancen auch und ich glaube, haben auch sehr, sehr, ja, powervollen Fußball gespielt, eine wirklich viel Dynamik auch und ich glaube, da sind wir schon auf einem besseren Weg und gerade in der Offensive auf ja, einem besseren Niveau als noch 2018. Was aber dann eben auch zum Tragen kam und das war uns im Vorfeld natürlich auch schon klar, war, dass die Abwehr oder die Defensive, ich will da nicht nur die Viererkette mit ins Boot nehmen, sondern generell die defensive Ausrichtungsweise noch nicht ganz stabil ist, dass da einige Automatismen eben auch noch nicht fehlen und die Abstimmung hier und da einfach auch nicht passt. Und das kann dann eben auf dem Niveau gegen eine sehr, sehr gute japanische Mannschaft, eine sehr geordnete und sehr disziplinierte, aber eben auch qualitativ gute Mannschaft manchmal dann eben reichen, um so ein Spiel dann auch noch aus der Hand zu verlieren oder aus der Hand zu geben und auch noch zu verlieren. Das Wesentliche ist aber, die Defensive muss funktionieren, sonst hast du bei einer Weltmeisterschaft nichts verloren. Oder sehe ich das falsch, Marcello? Ja, guten Morgen, Carsten. Guten Morgen erstmal in die Runde von meiner Seite. Nein, das siehst du natürlich nicht falsch. Die Defensive war schwach. Ja, also das mache ich nicht nur an den Gegentoren fest, sondern einfach auch im Aufbauspiel, muss ich sagen, war das nicht so, wie ich mir das erwartet hätte. Ich glaube, ab und zu hätte auch uns mal ein Chipball nach vorne ganz gut getan gegen hochattackierende, gegen hochpressende Japaner.
Dann muss ich sagen, jeder Pass von Schlotterbeck auf Raum war gefährlich. Andersrum, von Raum auf Schlotterbeck so rum, also da hatte ich kein gutes Gefühl. Der hat ihn immer irgendwie in die Bedrängnis gebracht mit schlechten Pässen. Kimmich hat sich ein bisschen versteckt mit dem Ball. Gündogan war auch nicht so wie sonst. Deswegen, ich glaube, auch mit dem Ball haben wir gerade in der zweiten Halbzeit dann in der Drangphase der Japaner keine guten Lösungen gefunden, ganz, ganz klar. Aber wen ich auf jeden Fall erwähnen möchte, ist den Trainer von Japan. Hajime Moriyasu ist auf jeden Fall für mich so eine Art Matchwinner gewesen, denn er hat in der Halbzeit umgestellt auf eine Dreierkette. Er hat dann im Verlauf der zweiten Halbzeit sehr gute Spieler gebracht mit Asano, mit Doan, auch mit Minamino, der dann kam. Das ist Qualität, was von der Bank kommt. Und deswegen ist ihm das auch ein Stück weit anzurechnen, dass Japan das Spiel noch gedreht hat. Auch wenn man natürlich, und jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Aussage, nicht vergessen darf, Deutschland hatte eine gute, sehr gute erste Halbzeit, gutes Gegenpressing, viele gute zweite Bälle gewonnen gehabt. Deutschland hat in der zweiten Halbzeit 3-4 Mal die Möglichkeit gehabt, 2-0 in Führung zu gehen. Und dann würden wir jetzt hier sitzen und würden über einen souveränen, soliden Auftaktsieg sprechen. Das heißt, dieses ganze Gebäsche, was die deutsche Mannschaft angeht, das halte ich ein bisschen für verfrüht. Klar, die Ausgangslage ist nicht gut. Dennoch würde ich nicht alles so negativ sehen, wie das jetzt momentan vielleicht typischerweise, wie immer in Deutschland, medial beschrieben wird. Ja, ich habe übrigens auch noch einen Schuldigen hier neben mir sitzen, denn Guido Buchwald ist dafür verantwortlich, dass der Siegtorschütze Asano in der Bundesliga viel dazugelernt hat. Guido, klär uns auf. Ja, ich habe ihn damals von VfB Stuttgart auch mal beobachtet in Japan. Er war bei Hiroshima, San Frecce und er hat damals schon eine riesige Geschwindigkeit gehabt, war sehr torgefährlich, hat sehr viele Tore in der Chile gemacht und leider muss ich sagen, auf der einen Seite hat er es beim VfB Stuttgart nicht ganz so hundertprozentig umsetzen können und ist es dann, glaube ich, über Umwege beim VfL Bochum gelandet. Aber er hat Qualität, es ist klar, aber wie er das zweite Tor auch gemacht hat, das war sensationell gut, muss man auch sagen. Bei allen Fehlern, die wir gemacht haben, war ein ganz tolles Tor, Ballannahme, Mitnahme, Tempo aufgenommen. Natürlich haben wir uns schlecht verhalten und was mich insgesamt beim deutschen Spiel ein bisschen irritiert hat, ist, dass als die Umstellungen kamen von Japan in der zweiten Halbzeit, dass wir wirklich nicht auch darauf reagiert haben. Wir haben so weitergespielt wie vorher und es wird schon funktionieren. Wir haben Torchancen erarbeitet, leider nicht die Tore gemacht und dann haben wir aber auch wirklich einfach uns nicht darauf eingestellt, vielleicht auch ein bisschen defensiver zu stehen und dann die Konterräume besser mehr zu sprechen miteinander. Miteinander, also es war ja tot. War tot in Mannschaft, dieser, ja. Und dann ist der Thomas Müller noch raus, der ja eigentlich ein Leader ist im Endeffekt. Und Gündogan ist raus und dann hat einfach die Ordnung nicht mehr gepasst. Wir sind viel zu weit weggestanden. Wir haben einfach nicht, da war keiner da, der mal gesagt hat, komm, nein, wir führen es war keine Kommunikation, also die müssen Kommunikationstraining machen. Wir müssen wieder enger machen und dann können wir selber diese Räume, die es für uns ergeben, dann auch nutzen. Und da muss man halt, wenn man die Torchancen fahrlässig nicht zu Tore ummünzt, muss man halt ein 1-0 mal hinbringen. Und da fällt mir irgendwo das taktische... Das 2-0 meinst du? Wenn man das 2-0 nicht macht, ja, aber das taktische, das 1-0 zu halten und zu sagen, okay, wir haben die Chancen jetzt nicht gemacht, jetzt müssen wir einmal zu Null spielen. Und das ist das, was mich ein bisschen ärgert. Das Spiel hätte man nie und nimmer nach der ersten Halbzeit verlieren dürfen. Julia, welche Maßnahmen hättest du denn ergriffen? Also ich weiß nicht, ob du das teilst. Es war auf dem Platz wenig los. Ja, ich stimme da Guido total zu. Es ist häufig so, dass ein Spiel mit 1-0-Führung ist immer sehr gefährlich. Da kann im Prinzip alles passieren. In der zweiten Halbzeit ist ein trügerischer Vorsprung und deswegen muss man dann eben auch mit guten Einwechslungen, mit vielleicht auch Systemwechseln auch immer wieder nachlegen. Und ich finde, es hatte eine Weile in der zweiten Halbzeit sich schon so ein bisschen angedeutet, dass man das Spiel so ein bisschen aus der Hand gibt, beziehungsweise ein bisschen aus die Kontrolle verliert. Und ich glaube, der Ausgleichstreffer war dann irgendwann auch so die logische Folgerung und Konsequenz. Und da hätte man natürlich auch nochmal überlegen können, wie kann man vielleicht auch von außen mit gewissen Impact-Spielern, mit einem gewissen Systemwechsel vielleicht auch noch das Mittelfeld auch wieder so ein bisschen zurückgewinnen, das Herzstück im Spiel wieder zu unter Kontrolle zu bringen und wieder für sich gewinnen. Und da hätte es, glaube ich, schon auch gut getan, das ein oder andere Zeichen zu setzen, ob es dann
Kommunikation ist. Ich glaube, es ist dann so ein schleichender Prozess, der sich dann so ein bisschen einstellt, wo man immer mehr Zweikämpfe verliert, zweite Bälle nicht mehr gewinnt, das Gegenpressing nicht mehr super funktioniert und den Gegner dadurch ein bisschen stark macht. Dann fällt das Ausgleichstor und dann ist es häufig so, haben wir auch bei Argentinien ja gesehen, gegen Saudi-Arabien. Dann gibt es manchmal eben auch direkt einen doppelten Gegenschlag und sowas eben bei uns gestern auch. Und da kann man natürlich auch von außen mit gewissen Einwechselspielern, mit Input, mit Impact-Spielern nochmal dagegen wirken und ein bisschen frischen Wind, neue Dynamik auch reinbringen. Marcello, also es ist schon Kritik an Flick. Absolut. Jetzt haben wir uns ganz schön in Rage geredet. Carsten, du weißt, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne auch in die Zukunft schon schaut, denn das, was gestern passiert, das kannst du ohnehin nicht mehr ändern. Klar, es war ärgerlich. Auch ich bin da dabei, dass man vielleicht etwas hätte anders wechseln können. Auch ein Müller, obwohl er lang verletzt war, war jetzt besser im Spiel als ein Gnabry. Deswegen warum Müller raus? Allgemein muss man über die Viererkette diskutieren. Das machen wir gleich noch bei unserer Aufstellung für das kommende Spiel. Aber ich will einfach mal die ersten Zahlen reingeben, die ersten Quoten mit reingeben, denn das ist, denke ich, auch ganz wichtig, ganz entscheidend. Wir haben ja eine schwierige Ausgangslage jetzt. Ist ja ganz klar, es zählt das Torverhältnis in dieser Gruppe. Das ist einerseits ein bisschen Hoffnung, andererseits aber natürlich auch schlecht, weil die Spanier eben schon 7-0 gewonnen haben. Dementsprechend wahrscheinlich, was das Torverhältnis angeht, nicht mehr einzuholen sind. Wir haben eine 3,0 mittlerweile auf Deutschland kommt weiter. Ja, das heißt, die Quote ist extrem gestiegen, logischerweise, weil eben die Chancen nicht mehr gut sind. Wir haben jetzt schon fast ein Endspiel gegen Spanien, was wir ja gleich noch ausführlich thematisieren werden. Wieso fast? Deutschland ist ein Endspiel. Ist ein Endspiel, absolut. Wir sind in der K.O.-Runde angekommen. Ganz genau. Deutschland scheidet in der Vorrunde aus, sagen wir mal, 1,36. Und wer jetzt immer noch darauf wetten möchte, tatsächlich, dass Deutschland Weltmeister wird, der findet jetzt schon eine Quote von 23,0. Das heißt, die Quote ist extrem nach oben gegangen, logischerweise. Denn selbst wenn wir jetzt hier als Zweiter durchgehen hinter Spanien, dann haben wir einen sehr, sehr schwierigen Turnierbaum im weiteren Verlauf. Du weißt, ich bin sehr, sehr optimistisch immer, was das angeht. Aber man muss auch realistisch sein. Und dann sage ich, es wird sehr, sehr schwer für die deutsche Mannschaft. Absolut. Noch kurz eine Frage an Guido, weil du ja die Japaner auch im Vorfeld gut analysiert hast. Du hattest dann auch noch Gespräche nach dem Spiel mit spanischen Journalisten. Haben die sich vor Freude mit Sushi beworfen, vor Begeisterung? Die waren natürlich alle sehr müde, weil in Japan ist es 8 Stunden voraus. Aber die waren alle happy. Wir haben eine Zoom-Konferenz auch gemacht und natürlich haben sie sich auch ein bisschen entschuldigt auf der einen Seite, als sie gewonnen haben, also typisch japanisch. Aber natürlich waren die unheimlich glücklich und happy und hätten das auch nie für möglich gehalten, dass Japan Deutschland schlagen kann. Und, ja, waren die Deutschen freundlich? Waren die einfach mal freundlich? Ja. Die Spanier waren recht unfreundlich Richtung Costa Rica. Ja, Marcello? Lass mich eins noch ganz kurz sagen, ich muss es einfach mit euch teilen. Ich weiß nicht, ob ihr das auf Social-Media-Kanälen schon gesehen habt, aber es gibt ein ganz interessantes Reel von Takuma Asano, wo er gefragt wird, ob er Hansi Flick kennt. Vielleicht können wir das einfach auch mal kurz einspielen. Doan oder Asano? Nein, Asano. Asano, in der Live-Sendung hatte ich mich vertan. Doan, ich meinte natürlich Asano, aber da gibt es wirklich ein ganz interessantes Reel. Schaut euch das mal an oder schaut es euch hier in der Sendung an. Do you know Hansi Flick? Sorry? Do you know Hansi Flick? Hansi Flick, was ist das? Bundestrainer, German Coach. Aha. Allgemein will ich noch eins sagen, wenn euch das gefällt, was wir tun, ja, und wir stecken wirklich auch viel Arbeit rein, muss man ganz klar so sagen, oder wenn ihr Leute habt, denen das gefallen könnte, dann lasst gerne ein Abo da. Und natürlich der Hinweis, wir haben Guidos WM-Momente, ja, wirklich 23 WM-Momente von Guido, ganz interessant. Wir haben Julias Tops und Flops jetzt zum ersten Mal nach dem ersten Spieltag. Auch das lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Und Carsten, wir beide, ja, wir sind ja jeden Morgen Bed and Breakfast live unterwegs, deswegen auch da. Schaut rein, 8.30 Uhr jeden Morgen live und lasst gerne ein Abo da. So, jetzt aber Spanien gegen Costa Rica. Die Spanier waren unfreundlich. Costa Rica hat ordentlich einstecken müssen. Und da gehen wir dann gleich mal nach Madrid. Hola, Miguel. Buenos días, Carsten, hier aus dem sonnigen Madrid. Miguel, 7-0, alles in Ordnung in Spanien. Wie sieht man die ganze Situation bei euch jetzt? Na gut, viele hätten vor dem Spiel nicht gesagt, dass Spanien 7-0 gewinnt, dass man gewinnen musste. Auf jeden Fall gegen bei allem Respekt kostarikanische Mannschaft, wo 5 Spieler dabei waren, die noch in der kostarikanischen Liga spielen. Das war ja zu erwarten, aber sicherlich nicht an 7-0. Aber die Spanier sind schon intelligent und konsequent genug zu sagen,
dieses, wir lassen uns nicht täuschen von diesem, ja, von diesem Torfestival gegen eine der zwei, drei schwächsten Mannschaften der WM zusammen mit Katar und der einen oder anderen. Von daher wissen die Spanier ganz genau, und das wurde gestern auch nach dem Spiel gesagt, die richtige WM fängt für uns jetzt am Sonntag an gegen Deutschland. Da sehen wir ungefähr, wo unsere Messlatte liegt. Also bei aller Freude über ein 7:0 wissen ganz genau, wenn die das Sonntag gegen Deutschland vergeigen, dann ist Spanien selber auch nochmal in Gefahr, nicht ins Achtelfinale zu kommen. Von daher sind die vorsichtig. Der nötige Respekt ist da, auch wenn in den letzten 6 Spielen Deutschland nur einmal gegen Spanien gewinnen konnte. Ne, also da bleibt es abzuwarten, was passiert. Aber klar, du siehst bei Spanien eine gewisse Spielanlage, die natürlich die Leute fasziniert. Luis Enrique hat alle überrascht mit der Aufstellung, insbesondere mit dem Leipziger Dani Olmo von Beginn an. Das haben viele nicht erwartet. Also Luis Enrique, das ist ein Taktikfuchs. Da weißt du nie, der hat keine feste Elf, wer von Beginn an spielen wird. Vielleicht mit Ausnahme von Torwart Unai Simon. Aber sonst ist da alles möglich. Das hat man gestern auch gesehen mit der Aufstellung von Rodri, der eigentlich Sechser ist bei Manchester City als Innenverteidiger. Von daher ist bei Spanien, was die ersten Elf betrifft, alles möglich. Ja, Taktikfuchs, du hast es angesprochen. Und Dani Olmo, ich war immer schon ein Fan von ihm, denn er ist ein unglaublich feiner Techniker, eine ganz feine Klinge. Und dann müssen wir natürlich auch über die Youngster sprechen. Also die sind ja auch explodiert, kann man schon mal so sagen. Ja klar, meine Gabi und Pedri und so weiter, das sind ja keine Spieler, die man jetzt neu entdeckt. Ne? Die sind ja schon seit 1-2 Jahren auf der internationalen Szene bekannt, auch durch gewisse Titel wie Golden Boy und so weiter. Also Spanien, da kommt schon langsam wieder was heran. Natürlich nicht von der Qualität wie damals 2008 bis 2012. Das, also einen neuen Xavi, Iniesta, David Villa und so, die siehst du noch nicht. Aber es gibt schon einige Spieler, auch interessante Spieler. Selbst in der zweiten spanischen Liga gibt es einige, die schon richtig gut sind, wenn man die verfolgt. Also in Spanien kommt da wieder was heran. Auch in der, wenn man die zweite Mannschaft von Real Madrid sieht, Castilla, die spielen in der dritten Liga. Also das ist schon interessant, was danach kommt. Und die werden wir alle immer mal in der Nationalmannschaft sehen. Aber was die aktuelle Mannschaft betrifft, ne, gibt es sicherlich Spieler, die noch weiter wachsen werden, aber die auch bei einer WM zeigen wollen, wir sind da und wir wollen für Spanien alles geben. Und du hast auch das Gefühl, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft, hat man auch mit den Bildern nach dem Sieg gesehen, in der Kabine, dass die Stimmung einfach gut ist und dass es momentan keine Brandherde gibt. Ja gut, also dass eine Stimmung nach einem 7:0 gut ist, das ist ja keine große Alchemie. Ja, aber allgemein, ne? Allgemein, unabhängig vom Sieg. Allgemein, ja. Marcello, hast du da Zahlen auch zu diesem ganzen Thema? Ja, genau. Zum Thema Spanien habe ich natürlich auch 4 Quoten rausgesucht. Wir haben natürlich einmal die Quote Spanien wird Gruppensieger. 1,32 haben wir da aktuell. Sollte Spanien noch in der Vorrunde ausscheiden, was ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen kann, selbst wenn sie verlieren, dann glaube ich, gewinnen sie gegen Japan oder spielen zumindest unentschieden, was ja dann vermutlich auch reichen könnte. Da gibt es eine 11,0, die ist dementsprechend hoch. Und allgemein, was die Quoten angeht für die Weltmeisterschaft, da haben wir eine 57 auf den spanischen Weltmeistertitel. Auch da ist die Quote jetzt schon ein bisschen gesunken aufgrund dieser dominanten, überzeugenden Vorstellung. Wobei ich auch sage, klar, Costa Rica ist jetzt nicht der Maßstab. Das muss man mal ein bisschen abwarten, wie es jetzt gegen Deutschland sein wird. Da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen, speziell zum Spiel Deutschland-Spanien. Und Ferran Torres wird Torschützenkönig. Luis Enrique ist sein Schwiegervater, habe ich jetzt gehört. Eine ganz interessante Konstellation. Und er ist gesetzt bei Luis Enrique und er hat auch gestern schon 2 Tore geschossen. Das heißt, wer darauf wetten möchte, dass er Torschützenkönig wird, der findet eine 5. Der ist Schwiegervater und du warst Trauzeuge, oder? War das so? Ich war Trauzeuge, genau. Ja, ja. Ja, ja. Gemeinsam mit Pep Guardiola. Ja. Julia, was hat dir bei Spanien besonders gut gefallen? Ja, ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht bei aller Einordnung der Stärke, der Qualität von Costa Rica. Du musst trotzdem über 90 Minuten dir den Gegner immer wieder so zurechtlegen, dass du eben auch diese 7 Tore schießt. Und das hat Spanien von der ersten bis zur letzten Minute sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt und bewiesen, eben auch mit der starken Bank. Also da ist auch wirklich was dahinter. Ich würde Spanien so ein bisschen als
Qualitätswalze jetzt auch mal bezeichnen, die auf uns dazu rollt Richtung Sonntag, weil sie einfach wirklich durch die Bank einfach richtig, richtig gute Fußballer in ihren Reihen haben, die eben nicht nur schön spielen, sondern eben auch effektiv. Und das musst du auch gegen Costa Rica erstmal schaffen, den Bann musst du brechen. Es war auch für Spanien das erste Spiel, der Auftakt zur WM mit einer Mannschaft, die sich auch absolut in einem Umbruch befindet. Da finde ich, gibt es ein paar Parallelen eben auch zu Deutschland. Viele neue Spieler auch, die es jetzt in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten auch erst in der Nationalmannschaft geschafft haben. Und da bin ich schon sehr, sehr beeindruckt gewesen, mit welcher Sicherheit, mit welcher Stabilität, Konsequenz sie das gestern auch gespielt haben. Eben mit dieser Qualität, mit den ganzen jungen Spielern, aber solche jungen Spieler tendieren ja auch manchmal ein bisschen dazu, sich so ein bisschen zu verlieren in dieser schönen Spielerei, und das machen sie nicht. Also sie spielen sehr, sehr effektiv Richtung Tor, und deswegen wird Spanien auch richtig, richtig gefährlich für uns. Siehst du die, um jetzt nochmal kurz auf die Quoten zurückzukommen, auch im Rahmen der Titelkandidaten? Ja, definitiv. Also ich glaube, Spanien hatte jeder noch nicht so ganz auf dem Schirm, weil man eben nicht genau wusste, wie stabil sind sie schon, wie gefestigt sind sie auch schon, wie effektiv sind sie auch mit ihren tollen Fußballern. Ist ja unbestritten, in jeder Jugendmannschaft ist Spanien ja super gut besetzt. Immer eine Mannschaft, die auch um Titel mitspielt, egal ob im weiblichen oder männlichen U-Bereich. Und dann eben oben auch bei der A-Nationalmannschaft lange keinen Titel mehr gewonnen. Aber die Qualität, die fußballerische Qualität war immer schon da. Jetzt hat man wieder einen Trainer, der diese Mannschaft auch formt zu einer effektiven Mannschaft. Deswegen, Spanien kann sich in so einen Rausch spielen, der dann natürlich, wenn man über diesen Geist spricht, der 2014 bei Deutschland war, natürlich auch wieder so einen Geist entwickeln kann, wenn man gut ins Turnier startet, der einen lange im Turnier eben auch hält und bis ins Finale aufträgt. So, jetzt haben wir so viel Gutes über Spanien gesagt. Guido, mach uns doch mal Hoffnung für unser Spiel am Sonntagabend. Die Hoffnung ist einmal A, dass die Spanier nicht so tief stehen werden wie die Japaner, ist das eine. Sané hoffe ich, dass er vielleicht fit wird, der vielleicht auch einen Unterschied machen kann. Und die Hoffnung ist für mich einfach die erste Halbzeit, die wir gespielt haben, wo wir wirklich sehr gut gespielt haben, haben immer wieder gepresst, haben gedoppelt, haben die Japaner gar nicht ins Spiel kommen lassen. Daraus muss man das Positive, glaube ich, aus meiner Sicht ziehen. Und dann natürlich ist es wichtig, dass man mal den Rhythmuswechsel reinbringt. Ich glaube, das hat mir gerade in der zweiten Halbzeit gar nicht gefallen. Man hat immer weiter gespielt, obwohl man gespürt hat, das Spiel verlagert sich, es verändert sich. Und da war kein Leader momentan da. Und das erwarte ich eigentlich vom Joshua Kimmich in dem Moment, in dem er dann irgendwo man die Spieler zusammenholt und ein bisschen enger macht, vielleicht ein bisschen tiefer steht. Wenn man das hinkriegt, dann denke ich, können wir auch gegen die Spanier Tore erzielen, und wir müssen einfach die Defensive stabiler kriegen. Aber die erste Halbzeit... Wir sprechen gleich über die mögliche Aufstellung. Aber die erste Halbzeit hat gezeigt, auch läuferisch, wie wir da immer gedoppelt haben, dass wir in dem Spiel eigentlich den Japanern gar keine Ruhe gegeben haben. Diese Phasen braucht man über das ganze Spiel teilweise, aber wenn man dann irgendwann mal so ein kleines... Loch hat im Spiel, dann erwarte ich einfach von der Mannschaft, dass sie das spürt und dass man sich dann zusammenzieht und vielleicht auch sich mal einfach einen Rhythmuswechsel macht und ein bisschen Spiel beruhigt. Man kann nicht immer 90 Minuten nur powern, und dann geht man dann in den letzten 20 Minuten auf der Felge her. Ist das große Problem. Und natürlich Defensive, da gibt es schon noch Günder sind Spieler, die auch in Freiburg ja das Erfolgserlebnis haben. Vielleicht ist da in der Defensive, muss er sich natürlich schon was einfallen lassen, da Hansi Flick, damit man stabiler steht. So, Marcel, wie sind denn die Aussichten, was die Quoten betrifft, für einen Sieg Deutschland? Ja, ich ziehe jetzt einfach mal mein virtuelles Deutschland-Trikot an, was aber nicht heißt, dass das Ganze jetzt hier auf Hoffnung basiert, was ich für Tipps oder für Quoten raushaue, sondern einfach auch eine gute, fundierte Grundlage, was die Qualität angeht, denn wir brauchen nicht darüber sprechen, dass Deutschland natürlich die Qualität hat, Spanien auch zu bezwingen. Ich glaube, Spanien jetzt nach dem 7:0, die werden ein bisschen zu sehr hochgejubelt, ohne das despektierlich zu meinen. Sie haben eine super Leistung gebracht, aber eben nur gegen Costa Rica. Deutschland wird von meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr klein geredet. Ja, auch sie hatten eigentlich 50 bis 55 gute Minuten, auch wenn das am Ende nicht gereicht hat. Aber die Quoten für den Sieg von Deutschland liegen bei 92. Das heißt, sie werden bei den Buchmachern schon ein Stück weit als Ausnahme
Außenseiter gehandelt. Das muss man ja ganz klar auch verstehen nach diesen beiden Eindrücken aus den ersten beiden Spielen. Aber für mich diese Quote auf jeden Fall eine Überlegung wert. Was ich vielleicht sogar noch interessanter finde, ist der Tipp, dass Deutschland das erste Tor des Spiels erzielt. Ja, wir haben eine 2-10 darauf, dass sie eben zuerst treffen in dieser Partie. Und wir haben als dritte Quote, was jetzt den Hoffnungsblock für die Deutschen angeht, haben wir das Draw No Bet 2. Das heißt, im Falle eines Unentschiedens wird es den Einsatz zurückgeben. Und dennoch gibt es eine 2-10 für Deutschland, was natürlich nochmal unterstreicht, dass die Deutschen schon eher als Außenseiter gehandelt werden. Aber ich sage, um jetzt in Richtung Aufstellung, in Richtung Spielverlauf zu gehen, Spanien könnte von der Anlage her den Deutschen vielleicht sogar ein bisschen besser liegen als die Japaner. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Spanien den Ansatz hat, natürlich sehr dominant zu spielen, sehr viel Ballbesitz zu haben. Und Deutschland kann natürlich dann gerade mit den Umschaltspielern vorne extrem viele Umschaltmomente und extrem viele gefährliche Momente kreieren. Miguel, siehst du das ähnlich? Ich meine, du kennst beide Realitäten, den deutschen Fußball und den spanischen Fußball. Liegt den Deutschen das wirklich mehr, gegen Spanien zu spielen, als gegen Japan? Ich meine, du hast die Statistik genannt, die letzten sechs Begegnungen, da gingen 5 an Spanien. Ich glaube, es gab irgendwann sogar mal ein 6-0. Also deprimierend, möchte ich sagen. Ja, aber wie kann man denn Spanien packen als deutsche Nationalmannschaft? Carsten, Spanien will die Deutschen weghauen am Sonntag. Die wollen nicht nur gewinnen. Die wollen ein ganz klares Zeichen setzen. Wir sind Spanien und wenn wir die Deutschen weghauen und hier richtig performen, und dann ist das ein Zeichen auch an die Konkurrenz, ne? Lassen wir die ganzen Attitüden und das Ganze drumherum. Spanien, ich wiederhole das, will die Deutschen weghauen. Die wollen da die beste Leistung bringen seit Jahren. Spanien ist schon sehr seriös und sehr ernst auf das Spiel fokussiert. Und Spanien hat, ich glaube, dass die Spieler und Luis Enrique und der Mannschaftspsychologe und so weiter, die haben das Spiel gegen Costa Rica bereits ausgeblendet. Es geht nur um das Spiel gegen Deutschland. Und wenn du in Deutschland gut gewinnst und auch gut spielst, dann bist du ganz klar, dann sendest du ganz klar ein Zeichen an Brasilien, an Argentinien, da muss man auch abwarten, wie die sich weiterentwickeln, und an alle anderen großen Mannschaften, Frankreich, England, die auch auf den Zettel jedenfalls Kandidaten sind. Es geht, wie gesagt, nicht nur ums Gewinnen. Es geht darum, eine erneute Demonstration, Fußballdemonstration gegen Deutschland zu zeigen. Ob das gelingt, ist eine andere Sache. Ja, das nenne ich doch mal knackig, Guido. Ja, ich glaube, die Spanier werden nicht gut beraten, wenn sie sagen, sie müssen die Deutschen weghauen. Ich glaube, so einfach werden wir es nicht machen. Und von daher ist es sogar vielleicht ein Stück Hoffnung für mich, dass die Spanier, weil sie gut spielen möchten, weil sie nach vorne spielen möchten, dass sie vielleicht hinten doch die eine oder andere Lücke dann auch freimachen für uns, für unsere große Qualität. Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe, mit Sicherheit. Julia, wo siehst du die Ansatzpunkte für Hansi Flick? Also wo würdest du jetzt ansetzen, zu sagen, so kann man am besten gegen die Spanier agieren? Ja, man muss sich schon überlegen, wie man auftritt, gerade eben was die Defensive angeht, weil sonst läuft man so ein bisschen ins offene Messer. Ich glaube, Spanien ist in der Lage, Fehler auszunutzen, vielleicht noch konsequenter, als es Japan getan hat auch. Und da ist einfach noch mehr Qualität. Noch viel konsequenter, ja. Das wird sicherlich der Knackpunkt sein, dass man auch lange die Null halten muss, um dieses Spiel natürlich irgendwie auch gewinnen zu können. Und dann muss man da eine gute Balance finden zwischen Defensive und Offensive. Ich glaube, das wird der Schlüssel sein in dem Spiel für Hansi Flick, mal sehen, wen er wieder zurückbekommt, ob Leroy Sané vielleicht auch wieder schafft und ein ernsthafter Kandidat wird. Das würde natürlich auch für mehr Qualität noch im Angriff sorgen, natürlich, was natürlich dann auch wieder die beste Verteidigung ist. Aber ich glaube, man darf nicht, ja, einfach jetzt, und das wird die deutsche Mannschaft auf gar keinen Fall machen, naiv in dieses Spiel gehen und einfach mal drauf losrennen, weil dafür ist Spanien zu gut. Man muss einen sehr, sehr guten Plan, einen sehr guten Matchplan haben, wie man die spanische Offensive und Offensivstärke vom eigenen Tor weghält, aber dann eben auch diese kleinen, ja, Konterchancen, die man dann eben auch hat, wo Spanien dann vielleicht auch mal ungeordnet ist und dieses Umschaltspiel dann noch besser ausspielen, um dann eben daraus auch Ertrag zu schlagen für die deutsche Mannschaft. Und ich glaube, da haben wir die Qualität, aber es muss schon sehr, sehr gut und
die Mechanismen müssen sehr, sehr gut aufeinander aufgestellt sein und abgestimmt werden, damit man wirklich da auch lange die Null halten kann und dann eben selber auch Ertrag mit unserer guten Offensive schlagen kann. Dann kommen wir doch mal zu einer Mannschaftsaufstellung, zu einer möglichen des deutschen Teams. Marcel, du hast da mal was zusammengestellt. Erläutere uns das doch bitte. Genau, das ist einfach meine Wunschaufstellung. Das hat jetzt weniger was damit zu tun, was ich wirklich will, sondern ich glaube, es müssen ein paar Veränderungen her. Ich glaube, gerade in der Viererkette wird sich Hansi Flick zweimal überlegen, ob er nochmal Schlotterbeck bringt, ob er nochmal Raum bringt, weil ich fand Raum fast noch schlechter als Schlotterbeck. Klar, nach vorne hat er ein ordentliches Spiel gemacht, aber nach hinten ist das ganz, ganz schwach. Und ich glaube, gegen einen Ferran Torres von Spanien könnte Raum extreme Probleme bekommen. Deswegen habe ich mal Günther hinten reingestellt, hinten links. Ich habe auch Ginter gebracht. Guido hat es eben gesagt, diese Freiburger Positivität, diese Sympathien, diese Erfolgserlebnisse, die sie hatten. Ich glaube, das kann die Mannschaft jetzt ganz gut gebrauchen. Ich habe selbst Süle rausgenommen aus der Mannschaft, habe dafür Thilo Kehrer gebracht. Klar, das ist jetzt aus Trainersicht ein bisschen überraschend, dass ich gleich drei Positionen in einer Viererkette verändere. Ich wage es auch zu bezweifeln, dass Hansi Flick das tun wird. Dennoch glaube ich, er braucht einfach eine etwas defensivere Grundordnung, dann auch mit Günther und Kehrer zwei defensivere Rechtsverteidiger, die aber dennoch einen gewissen Drang nach vorne haben. Dann habe ich mich trotzdem für Gündogan entschieden. Goretzka wäre sicherlich eine Option gewesen, ihn zu bringen als Box-to-Box-Spieler, als sehr dynamischen, athletischen Spieler. Ich bin aber trotzdem eher bei Gündogan, weil er einfach noch einen Tick Ruhe mehr mit reinbringt, auch gegen ein Pressing vielleicht bessere Lösungen findet als Goretzka. Und ansonsten, ja, wie Guido auch, hoffe ich auf Leroy Sané. Ich glaube, er kann der Mannschaft sehr helfen. Ich habe Thomas Müller aber drin gelassen und ich habe Gnabry rausgenommen, weil das, was er gestern gezeigt hat, das war für mich ganz schwach. Und deswegen würde ich mit Musiala, Müller und Sané in das Spiel gehen. Und vorne Havertz, da hoffe ich einfach auf die Qualität, auch wenn er mir nicht gefallen hat und eigentlich nur dann aufgetreten ist, in Erscheinung getreten ist, wenn er im Abseits stand. Ja, würdest du das anders aufstellen, Guido? Ich würde es sehr ähnlich aufstellen. Ob ich den Thilo Kehrer für einen Süle reintun würde, weiß ich nicht, weil er spielt zwar nach vorne sehr, sehr gut, aber hinten hat er auch immer wieder die eine oder andere Schwäche. Aber insgesamt die Freiburger würde ich auch bringen. Den Raum sehe ich nicht, fand ich nicht ganz so schlecht, muss ich sagen. Er hat schon nach vorne den ein oder anderen Akzent gesetzt. Da muss man mal abwarten. Auf jeden Fall muss es besser eingespielt werden. Und wenn zwei Freiburger, die sich kennen, schon von der Kette her, ist ein Stück Automatismus auch dann dabei. Und von daher wird es schon Sinn machen, die Freiburger reinzutun. Gündogan oder Goretzka. Götze wäre vielleicht vorne auch nochmal vielleicht ein Thema. Warum schmeißen wir nicht einfach Götze rein? Nein, das sind alles Dinge, die man nicht auf den Gegner abstimmen muss. Und gegen Spanien muss man natürlich auch unheimlich aufpassen, das ist auch klar. Wie siehst du das, Julia? Füllkrug oder Havertz? Oder welche Sachen fallen dir jetzt ein bei der Aufstellung? Ja, ich finde Götze ein ganz interessantes Thema. Ich finde, Götze ist aber einer, der eben dann in der 60., 70. Minute gegen einen vielleicht ein bisschen müde gespielten Gegner dann auch besonders in Erscheinung treten kann und seine Stärken noch besser ausspielen kann. Ich finde es sehr, sehr spannend, was Hansi Flick mit der Defensive, mit der Viererkette anstellen wird. Ich glaube, ein-, zweimal in der Viererkette durchzuwechseln während des Turniers bei einem Spiel, was quasi ein Endspiel ist, ist schon sehr, sehr gewagt. Das machen Trainer in der Regel sehr selten, außer es muss unbedingt was passieren. Und eigentlich haben wir den Fakt, dass das was passieren muss. Also wenn man wirklich, ich schätze, es wird viel was angehen, was jetzt die Analyse hergeben wird, wie stark, schlecht, schwach, problematisch die einzelnen Spieler gesehen haben, was dann eben auch zu den einzelnen Wechseln führen wird. Ich habe letztens eine sehr interessante These auch gehört mit Schlotterbeck auf der linken Seite, so ein bisschen diese Vierer-Abwehr mit vier Innenverteidigern, so ein bisschen in Anlehnung auf 2014, weil es eben eine defensive Spielweise dann eben auch wäre. Ich glaube, wir brauchen keinen offensiv spielstarken Spieler auf der linken Seite für Spanien-Spiel. Ich glaube, wir brauchen jemanden, der in erster Linie die Verteidigung angeht und konsequent verteidigt und die Position auch gut hält. Deswegen glaube ich, ist Thema Restverteidigung, Vordecken, aber natürlich auch defensive Umschaltbewegung nach hinten, glaube ich, ein großes Thema. Da muss man gucken, ob dann Ginter besser passt, ob ein Raum und Günther besser passt auf der linken Seite, ob ein Nico Schlotterbeck vielleicht auch eine Option für links wäre. Ich glaube, Thilo Kehrer reinzuwerfen,
man muss natürlich auch schauen, was es mit den Spielern macht, sowohl für die Spieler, die reinkommen, als auch für die Spieler, die rauskommen. Du brauchst sie im besten Fall noch ein bisschen länger, deswegen alles umwerfen, finde ich schwierig, auf ein, zwei Schlüsselpositionen was zu verändern, um die Dynamik gleich nochmal zu verändern, verbessern. Im besten Fall würde ich definitiv auch Hansi Flick raten, das zu tun. Da würde ich nochmal eingreifen. Ja. Gebe ich vollkommen recht, Julia, aber das große Problem war doch auch, dass die Viererkette, ich glaube nicht, ob so schon einmal zusammengespielt hat. Nee. Noch nie. Und das bei einem WM-Turnier als erstes. Also man hat ja keinen Automatismus im Prinzip in der Viererkette drin. Deshalb denke ich, kann man schon auch, nachdem das ja eigentlich in die Hose gegangen ist, auch mal zwei Leute wechseln und vielleicht die zwei Freiburger reintun, die ja auch in der Defensive sehr, sehr stark sind. Die Freiburger haben ja auch sehr wenig Gegentore sowieso bekommen in der Bundesliga. Also sie sind sehr, sehr stabil. Und ja, da würde ich raten, aber der Hansi Flick wird das mit Sicherheit dann auch selber ganz genau hinschauen, wie er das am besten lösen kann. Ja, ja. Carsten, auch ganz kurz. Juli hat ja angesprochen, die Dynamik verändern. Auch ich verändere jetzt mal ganz kurz die Dynamik. Erstmal mein Appell an euch da draußen. Was meint ihr? Welche Aufstellung sollte Hansi Flick wählen für dieses Spiel? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Und der zweite Punkt, ich will einfach noch mal ein bisschen in die Zahlen reingehen, noch ein bisschen in die Quoten reingehen, damit wir da einfach so ein bisschen Zusammenhang, ein bisschen in den Kontext reinkommen. Also ich glaube ja allgemein an ein Spiel mit dem ein oder anderen Tor. Ja, ich glaube, das gibt die Ausgangslage her einerseits. Es gibt aber auch die Sache her, dass beide Mannschaften sehr gute Offensivspiele haben. Deswegen würde ich glauben, dass in der zweiten Halbzeit mindestens zwei Tore fallen. Ja, weil klar ist auch, Deutschland muss irgendwann ein bisschen mehr ins Risiko gehen, weil das Unentschieden einfach nicht reichen dürfte. Deswegen haben wir da eine 1,93 für mindestens zwei Tore in der zweiten Halbzeit. Und natürlich will ich noch die Torschützen ansprechen. Das vielleicht auch noch ganz kurz. Mögliche Torschützen bei Deutschland haben wir natürlich wieder Musiala. Den nehme ich immer dazu, weil wir einfach da eine sehr interessante Quote haben, eine überraschend hohe Quote haben. Ja, eine 4,50, dass Musiala trifft und Gündogan trifft. Ja, warum habe ich Gündogan genommen? Naja, es gibt viele Elfmeter bei dieser Weltmeisterschaft. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Gündogan spielt, er hat den ersten getroffen, dann könnte man davon ausgehen, dass er auch einen zweiten Elfmeter schießen würde. Und deswegen haben wir da auch hier eine hohe 6,0. Und das Ganze machen wir gleich bei den Spaniern, damit wir hier mit den Zahlen durch sind, was die Torschützen angeht. Da sage ich Ferran Torres. Ich habe es eben kurz erwähnt, für mich einer der prägenden Figuren des Offensivspiels der Spanier. Da haben wir eine 3,25 und wir haben Dani Olmo. Ja, Miguel hat es eben auch angesprochen, etwas überraschend vielleicht in der Startelf gewesen, hat seine Chance aber absolut genutzt. Ja, ein sehr umtriebiger Spieler, ein sehr technisch starker Spieler. Das Tor, was er gemacht hat, war fantastisch, ja, sensationell gemacht, technisch. Und wenn er nochmal treffen sollte gegen seine Wahlheimat Deutschland, sage ich mal, dann gibt es eine 4,33 und das wären so die zwei Kandidaten für die Spanier, die ich mir vorstellen könnte als Torschützen. Super, Marcello. Miguel, du bist noch da, oder? Ich möchte jetzt noch mal kurz fragen, weil Marcello uns gesagt hat, dass Ferran Torres der Schwiegersohn von Luis Enrique ist. Kannst du das aus Spanien bestätigen? Absolut. Nicht Schwiegersohn, sondern eher ist mit der oder hat ein Verhältnis mit der Tochter von Luis Enrique, mit der älteren Tochter, das stimmt schon, aber um Schwiegersohn zu sein, müsste er schon heiraten. Aber sind die noch nicht getreten. Doch, das ist schon allgemein bekannt, ne? Das ist schon allgemein bekannt. Aber verheiratet sind sie nicht. Nein. Das sind sie nicht. Ja. Also, wir müssen den jungen Spieler Kollegen ja auch manchmal mit der Wahrheit konfrontieren. Und so weiter, ne? Gibt es nur wenige verheiratete Spieler. Ne? Aber das ist bekannt und gut, heutzutage mit den sozialen Medien und so kriegt man sowas relativ schnell mit. Und wie gesagt, solche Geschichten gibt es natürlich auch in Spanien. Ne? Trainer, dass der Trainer eine Tochter hat und diese Tochter mit dem Spieler, das gibt es auch im Amateurfußball. Hab ich auch allerdings, schon ja, das gibt es auf der ganzen Welt. Da hast du jetzt eine schöne Lebensphilosophie mal rausgehauen. Gracias. Miguel, aber wird Spanien so auftreten, also mit dem Personal, wie jetzt gegen Costa Rica? Nein, definitiv nicht. Also Luis Enrique wird die Mannschaft auf 4-5 Positionen austauschen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Rodri wieder ins defensive Mittelfeld rückt, dass er vielleicht Pau Torres und Eric Garcia von Beginn an bringt in der Innenverteidigung und dass vielleicht statt Azpilicueta Dani Carvajal rechts aufläuft. Spanien hat auf jeden Fall
ein Schwachpunkt, das wird sicher der linke Verteidiger sein, weil Jordi Alba ist angeschlagen. Alejandro Balde, das ist ein sehr junger Spieler mit sehr viel Offensivdrang, aber mit vielen Defiziten nach hinten. Ich glaube, wenn man den fordert, dann hat Spanien Probleme. Und man muss sagen, Unai Simon ist sicherlich ein sehr, sehr ordentlicher Torwart, aber kein Weltklasse-Torwart. Also weit, weit weg von Manuel Neuer, Thibaut Courtois und wie die alle heißen. Also das sind vielleicht schon so zwei Schwachpunkte bei Spanien. Deutschland auf jeden Fall versuchen müsste zu nutzen. Es könnte auch sein, dass der große Morata von Beginn an spielt. Das könnt ihr mir auch vorstellen, weil er ist natürlich für einen spanischen Stürmer ungewöhnlich. Ne? Fast 1,90 Meter groß, körperlich präsent, gute Füße. Der spanische Stürmer war ja historisch gesehen immer so eher so ein kleinerer, quirliger Stürmer, so wie früher Butragenium, wie die alle hießen. Also von daher, meiner Meinung nach, wird es schon 3, 4, 5 Wechsel bei den Spaniern geben. Wunderbar. Und Marcello, ich glaube, die Quoten für eine Heirat zwischen Ferran Torres und dem Mädel von Luis Enrique sind ins Gigantische gestiegen. Kannst du das kurz bestätigen? Das würde ich gerne an dich weitergeben, Carsten. Ich verlange von dir bis zur nächsten Aufzeichnung der Sendung, dass du das herausgefunden hast. Ja. Wie nah die beiden sich stehen und wann sie endlich heiraten. Ja, mache ich aber nur gemeinsam mit Julia, oder? Wir finden es raus. Ja. Danke auch, Julia. Wo bist du jetzt gerade? In Südafrika aktuell. Ah ja, ja, gibt ja auch Schlimmeres. Danke. Guido ja. Sowieso. Carsten. Ja, aber Marcello, du hast das letzte Wort, das weißt du. Du darfst doch unsere Gäste noch nicht verabschieden, wenn sie noch keinen Tipp losgelassen haben. Ach so, zuvor, aber mein Tipp natürlich. Also ich habe jetzt viel gesagt mit Deutschland, dass ich ihnen was zutraue. Ich habe aber auch gesagt, dass ich viele Tore erwarte. Und tatsächlich ist das mein Top-Tipp des Tages zu diesem Spiel, zu Deutschland-Spanien. Ich sage über 2,5 Tore, also mindestens 3 Treffer im Spielverlauf, weil sich einfach zwei sehr offensiv starke Mannschaften gegenüberstehen. Die Ausgangslage gibt das her. Deutschland muss irgendwann ein bisschen ins Risiko gehen. Spanien wird sich auch nicht hinten reinstellen. Deswegen erwarte ich schon einen offenen Schlagabtausch mit einer hoffentlich besseren Chancenverwertung der Deutschen. Und jetzt zum Abschluss, bevor du dann in Richtung Tipps gehst von den anderen, gehe ich noch auf die Übersicht ein, denn da haben wir natürlich nochmal meine 4 Tipps übereinander gelegt. Da haben wir einmal Draw No Bet 2, also Draw No Bet 1 in der Übersicht, das ist jetzt eine Draw No Bet 1, Entschuldigung dafür, das heißt, wir haben eine 2-10, dass Deutschland das Spiel gewinnt, im Fall eines Unentschiedens gibt es den Einsatz zurück. Dann haben wir als erste Tor Deutschland, Quote 2-10, wir haben Musiala trifft, das ist so ein bisschen der Risikotipp, aber wenn jemand treffen könnte bei Deutschland aus dem Spiel heraus, dann glaube ich, ist es fast schon Jamal Musiala. Und das, was ich gerade gesagt habe, über 2,5 als Top-Tipp, als den Tipp, den ich anspielen würde, als mit einer Quote von 1,72. Guido, was sagst du? Mein Tipp ist ganz einfach. Ich hoffe, natürlich, dass wir gewinnen werden, dass wir ein Tor erzielen werden und dann werden die Spanier aufmachen und wir können dann ein bisschen auskundern und hoffentlich dann auch die Räume besser nutzen. Also ich tippe mal auf ein 3:1. Ui, 3-1, Julia. Ich bin nicht ganz optimistisch, aber dennoch optimistisch. Ich sage 2-1 Deutschland. Okay, Miguel? Ich sage 2:2. Ich würde es Deutschland wirklich vom ganzen Herzen gönnen. Letztendlich, ich bin ja halb Spanier, halb Deutscher. Und natürlich fühlt man auch mit der deutschen Nationalmannschaft parallel. Aber ich glaube nicht so richtig dran. Also ich glaube, dass momentan noch in der deutschen Nationalmannschaft auch eine gewisse Unruhe reingekommen ist. Es gab ja, habe ich auch gelesen, online auch irgendwie so ein Gündogan-Interview, wo er andere Mitspieler kritisiert hat. Also ich glaube, dass die Stimmung momentan, auch im mentalen Bereich nicht so die beste ist. Aber ich würde es Deutschland gönnen, ganz klar, aber ich glaube nicht dran. Ich glaube eher an ein Unentschieden. Ja, und wenn ihr mich fragt, ich bin auch bei einem 2:2. Also es wird ein wirklich interessantes und spannendes Spiel, aber ja, 2:2. Danke, Carsten, dass du mich nicht nach meinem Tipp fragst. Du tippst doch hier permanent, ja? Ja, aber du willst doch mein Ergebnis hören. Okay, ja. Dann sag mal bitte dein Ergebnis. 7:6 nach Elfmeterschießen. Was? Nein, 2-1. Ich bin komplett bei Julia. Ich sage auch 2-1 für Deutschland. Wunderbar. So, das war doch eine lebhafte und informative Runde. Ich hoffe, ihr seid bestens vorbereitet auf das Spiel am Sonntagabend, also gegen Spanien. Und wenn euch das Ganze gefällt, bitte gerne weitersagen, bitte gerne ein Abo hier lassen. Wir machen ziemlich viel, um das Ganze hier auch
tatsächlich so informativ und so charmant zu gestalten mit Guido, wie es eben geht. Also, viel Spaß noch. Danke.